Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Und wir gehen jetzt durch diese Tür, die nächste Story-relevante Tür in Traverse Town. Was brauche ich denn? 6 Grüne oder was soll ich das, wie soll ich das verstehen? 8. 8. Da habe ich 7. Das geht nicht. Ah, Moment, ich habe hier noch was. 0, 3 und 0. Wie soll das gehen? Ach, das war wohl egal, oder was? Na gut, von mir aus. Hauptsache, ich bin durch. Kommen wir weiter. So. Oh, Sid. Well, what are ya now? It's summer. Wait, what am I saying? I don't know you. But you do look like a summer. What with the spiky hair and baggy pants? It's okay, Sid. That's my name. So you've heard of me? Huh? Well, I can't say as I'm surprised. Anyway, maybe you can help me out. A friend of mine supposed to be somewhere in this castle, town. Got any ideas? Your friend, huh? Lately all this town sees is heartless. Can't even take 2 steps without getting attacked. In fact, this plaza's the worst. Word is, a jumbo-sized heartless shows up when that bell rings. If you value your height, you will get out of here while the getting's good. Gosh, maybe we should leave. Don't you want to see the Heartless? No, we don't. Tja, es läutet trotzdem. The bell! Be careful, Sora. Boss fight. Gegen den Panzerrüstor, wie halt im ersten Teil. Allerdings hatte man an dieser Stelle gegen die zweite Form gekämpft und nicht gegen die erste. Ich weiß gar nicht, ob die zweite Form noch kommt. Eieiei. Ah. Okay. Na komm. Ah. Ich frag mich, was die Mickey-Karte gerade macht. Nehmen wir mal die Mickey-Karte. Ach so. Ah ja, ich erinnere mich. Das habe ich mal gesehen. In einem Bossfight ist es nämlich so, dass, ach so, ich musste erst aufladen. Dass Karten, dass es so Mickey-Karten gibt, die dem Boss kurzzeitig, fertig machen, dass man praktisch Zeit hat anzugreifen.
Okay, jetzt ist nur noch der Körper übrig. Okay. Wow. Okay. Dich kriege ich aber... Ist leichter als erwartet. So. Und... Yes! Geschafft. Sogar mit einem coolen Endbild. War eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen. Dafür, dass es auf Profi ist. Aber es könnte auch sein, dass es jetzt nur ein Zwischenboss war. So, Guard Armor. Oh, wie er grinst. Okay. Wieder die Fliege nicht erwischt. Naja, was soll's. So, your friend wasn't here. No, I don't think I will find him in this town. But he's somewhere in this castle. I just know it. Castle like this wool towns inside some homogeneous castle? That's which. He's probably right, Sid. We may not understand what's going on, but so are those. He can see that reality is bigger than just this world. Jetzt habe ich es endlich erwischt, die Scheißflieger, ey. Die geht mir so auf den Sack schon die ganze Zeit. I wish I was that sure. You will be okay, Sarah. No matter what shape reality takes, you can handle it. I may not remember you, but I know you in my heart. Leon. Take care, Sora. I'm a little lost, but best of luck anyway. What's up? I don't have all the answers, but I had to tell you something. Your memories created this town, right? That's what the guy who gave me the card said. If that's true, then this town is just a figment of your mind, and so are we. But you can't be a figment. You are standing right here. The town is here too. But I'm not really me. I don't remember the things I should. And I sense things I shouldn't. So, beware your memories. In the journey to come, you will be faced with more illusions. Sometimes the shadows of your memory will deceive you. Try to lead you astray. So, what exactly do that means? I'm sorry, I'm just another illusion. The truth is out of my reach. Don't say stuff like that, it's depressing. Stay strong, Sora. Don't let the illusions distract you from what's truly important. Okay. So, are you ready to go? Yeah, be right there. Well, I'd better be going. Und sie ist weg. Eris? Eris! What about Eris? Where did she go? I was just talking to her. Eris left with Leon and the others.
Remember? Huh? You worried us. Just standing here, there by yourself. Is this what she meant? Okay. Okay, jetzt bin ich offensichtlich in einem anderen Bereich. Ich glaube, ich könnte jetzt hier rausgehen, aber ich will noch wissen, was da hinten ist. Ja, und da oben ist nämlich so eine ganz große Leiter und diese ganz große Leiter bringt mich nach draußen. Points noch einsacken. Da ist nichts drinne. Hier vielleicht? Ja, da ist was drinne. Sehr schön. So, dann gucken wir uns mal noch das hier an. 9. Das geht nicht. Habe ich denn überhaupt einen 9? Nee. Nee, 0 funktioniert nicht, oder? Doch. Anscheinend funktionieren Nullen, egal bei welcher Zahl. Naja, sind ja auch Special Cards irgendwie. Stagnant Space. Gut. Gucken wir uns mal hier noch um. Ah. Ich muss auch mal dieses Item-Ding irgendwie weiter hinten ansetzen. Na toll, zweimal Recover, das ist nicht gerade das, was du mir machen solltest. So. Shadow. Ich glaube, das war eine Nullkarte. Hier ist bestimmt wieder so ein Gegner. Wunderbar. So. Okay. Ich will echt mal diese. Ich müsste echt mal wissen, wie man die Karten ordnet. Das wurde mir bis jetzt echt nicht gesagt. So. Okay. Feeble Darkness. Yay, mehr Punkte. Noch eine Karte. Noch eine Simba-Karte, wohlgemerkt. Das ging wieder an, bevor ich den getroffen habe. Das ist schlecht. So. Fuck. So. Los, Simba, regle! So, okay, und... Na... Gut. Wäre das auch erledigt. Noch mehr Feeble Darkness. So. Noch eine Karte. Was ist das? Blizzard 7. Das ist cool. Hätte ich jetzt schon dreimal Blizzard.
Okay. So, ich will erstmal diese Viecher loswerden. Oh, ernsthaft. Ich drücke zu viel. Aha. Level up. Und ich nehme wieder Card Boost. So, mal ernsthaft. Ich will jetzt das irgendwie ändern können. So. Das hier wäre noch interessant. Da brauche ich 30 Card-Punkte. Die habe ich. So. Okay, damit kann ich... Ne, damit tue ich nur das Deck wechseln. Sword. Mit Sword kann ich sie vielleicht sortieren. Ah, okay. Dann nehme ich das dahin. Den Heal packe ich mal auch mit dort hinten hin. Und das hier muss auch dort hinten hin. So, das hier muss weiter hoch. Das ist sonst soweit in Ordnung. Die Einer-Karte packe ich vielleicht mal dahin. Die Nuller-Karte hier hin. So, die 3 kommt noch da hoch. Die 5 da hoch. So. Okay. Okay, von mir aus. So kann es sein. So ist es. Okay. Jetzt habe ich das endlich mal rausgefunden. So. Nachdem das jetzt erledigt wäre. Müssen mir das Kämpfen jetzt allgemein auch ziemlich viel leichter fallen. So. Okay. Und tschüss. Ja, so gefällt mir schon viel besser. So gefällt mir das schon viel, viel besser. Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Nee. So, die Lampe habe ich glaube ich noch nicht angeschlagen. Doch, oder? Es ist einfach nichts drin, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, Fakt ist auf jeden Fall, hier ist noch eine Tür. Was brauche ich denn da? The card you see shall be the key. This room is a contentional special treasure. Kann ich den nicht öffnen? Ich habe doch keine goldene Karte mehr. Ne, die funktionieren alle nicht. Tja, das... Dann weiß ich nicht, was es mit dieser Tür auf sich hat.
Wie komme ich denn an die Karte für diese Tür ran? Wie jetzt? Für den Rückweg muss ich auch bezahlen? Das ist ja blöd. Aber naja, so kann ich neue Karten sammeln. So. Und auf Wiedersehen. Okay, Simba, deine Aktion. So. Perfekt. Sleeping Darkness, da schlafen die Gegner alle. Es scheint. So. Wie jetzt? Stirb! Das erlaubst du dir. Hä? Aber... Oh, okay. Wahrscheinlich, weil ich diesen Raum vorher noch nicht mal gemacht habe. Oder? Moment. Ich bin jetzt in dem Raum. Ja. Ah, den habe ich doch schon vorher geklärt. So. Und stirb. Ich sagte, stirb. Teeming Darkness. Okay. Ein weiterer Königsschlüssel. So. Kann nicht sein. Diese scheiß Fliegen, die gehen mir so auf den Sack. Die kommen auch jedes Mal nur während ich IP. So, haben wir es jetzt so? Ja. Danke. Er schläft noch. Das war alles? Okay. Well, Sora, did you enjoy meeting your memories? Yeah, it was good to see everyone. But what do you really want from me? What do you have to give? Hello! What do you want? No hogging the hero. Then perhaps you'd like to test him. Perhaps I would.
My show now, Keyblade Master. Who am I? Oh, my name's Axel. Got it memorized? Sure. Good. You're a quick learner. So, Sora, now that we're getting to know each other better... Don't you go off and die on me now. Okay. Es geht direkt ein Fight los. Aber diesen Fight seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss!